Ich bin mittlerweile schon seit etlichen Jahren Filmesammler, aber trotzdem passieren immer wieder Dinge, die ich einfach dermaßen unfasslich finde, dass sogar mir dabei die Worte fehlen. Beispielsweise diese absolut grottenschlechte Mediabook-Veröffentlichung von Slaughterhouse Rock von Retrofilm, wo der Film nämlich sowohl in seiner R-Rated-Fassung als auch in seiner Unrated-Fassung zu finden war. Logisch, dass man bei der Unrated-Fassung die Unrated-Szenen aus einem schlechteren, respektive VHS-Master einfügen musste und demnach hier die Qualität etwas abfällt. Das ist nichts, was mich ansatzweise wundert. Was mich allerdings absolut verwundert und auch absolut verärgert hat, ist die Tatsache, dass Retrofilm aus welchem Grund auch immer auf die absolut hirnrissige Idee gekommen ist, der R-Rated-Fassung des Films einen Full-HD 1080p-Transfer zu bieten mit einer anständigen Bitrate und Datengröße, um dann, um den ganzen Quagel trotzdem noch auf eine BD25 quetschen zu können, für die Unrated-Fassung nur mehr einen 720p-Transfer mit grottenschlechter Kompression, und ich glaube, es waren 6 GB übrig hatte. Sprich, wer sich die richtige Fassung des Films angeschaut hat, musste mit grässlichen Kompressionsspuren und einer schlicht und ergreifend furchtbaren Bildqualität vorlieb nehmen. Was man sich da gedacht hat, außer die Tatsache, dann kann ich vielleicht ein paar Cent für einen fucking BD50-Rolling sparen, das weiß ich nicht. Deswegen habe ich mir jetzt eben auch das Astro-Kultklassiker ungeschnitten Mediabook von Slaughterhouse Rock zugelegt und natürlich der unter Anführungszeichen Vorgänger Tanz der Dämonen war dann nur so eine ein Nebeneffekt, dass ich gesagt habe, ja, okay, passt, dann hole ich mir den halt auch dazu. Habe mich auch ganz bewusst gegen das Double Feature Mediabook entschieden, weil ich möchte ja den Blaurücken-Look, möchte deswegen auch haben, dass da eben oben Astro-Kult-Klassiker ungeschnitten steht und nicht Astronomicon und wollte eben vor allem auch kein wattiertes Mediabook. So bekomme ich hier auf dem Astro Mediabook ein Bild von einem der Dämonen auf dem Frontcover, der mehr oder weniger so ein bisschen eher genervt als dämonisch dreinschaut. Das ist dieser halb eingeschlafene Blick, den vielleicht irgendwelche Rockmusiker, die voll auf Drogen haben, aufsetzen, wenn sie erfahren, oder jetzt muss ich schon wieder zu einem Interview, das geht mir jetzt aber schon ziemlich am Arsch. Außerdem sehen wir natürlich, dass er aus Alcatraz offensichtlich ausgebrochen ist, auf eine interessante Art und Weise, weil er sich offensichtlich durch Rauch aus Alcatraz herausgebeamt hat, aber dabei scheinbar den Rest von seinem gesamten Körper vergessen hat. Das wird dann irgendwie eine ein bisschen traurige Existenz in der Ewigkeit. Wir bekommen auf dem Backcover dann noch einige Bilder aus dem Film, ganz offensichtlich zu erkennen. Auf den ersten beiden Bildern, das scheinbar nicht einmal mehr die Dämonen ansatzweise etwas mit diesem Film zu tun haben wollen. Wir bekommen die Inhaltsangabe, bekommen dann hier die individuelle Limitierungsnummer von den 250 Stück, eben in der die Unrated-Fassung eben als Bonusmaterial auf der Blu-ray finden dann, und da muss man eben schauen, einerseits die DVD von CMV und NSM aus der Trash Collection, ebenfalls dann auch dieselbe Blu-ray, hoppala, bei der sich's allerdings ebenfalls, so wie es ausschaut, nur um eine BD25 handelt. Ich habe leider noch nicht die Zeit gehabt, mir den Film anzuschauen, um zu sehen, ob die Bildqualität der Unrated-Fassung jetzt tatsächlich besser ist auf der Blu-ray als bei der Retrofilmfassung. Ich hoffe es auf jeden Fall vielmals, werde mir das irgendwann einmal in der nächsten Zeit dann wirklich anschauen und werde dann in den Kommentaren von diesem Video davon berichten. Wir bekommen auch diesmal wieder das klassische Astro-Cover natürlich als Booklet-Frontcover, bekommen dann ein ziemlich schickes Innendesign, wobei ich mich ein bisschen wundere, dass natürlich er, der auch fokussiert ist bei dieser Einstellung, absolut scharf aussieht und sie komplett unscharf präsentiert wird, ist aber, finde ich, trotzdem irgendwie ein ganz nettes Innendesign. Vor allem mag ich eben
diese verfremdete Art und Weise, wie die Sachen hier im Booklet dann, im Mediabook dann auch serviert werden. Außerdem können wir jetzt noch einmal durchs Booklet blättern. Da finden wir dann gleich einmal wieder ein alternatives Cover-Artwork zu Slaughterhouse Rock, das ich ebenfalls in der kurzen, engeren Auswahl hatte. Wenn ich mir das andere Cover von Tanz der Dämonen geholt hätte, hätte ich mir von Slaughterhouse Rock dann wahrscheinlich das geholt. Ich habe, bilde ich mir ein, zu dem Film sogar irgendwo ein Review auf meinem Kanal, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil das ist sicher so einer der schlechtesten und am inkompetentesten gemachte Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ein absolutes Schrottfabrikat, aber eines, das mich, muss ich sagen, trotzdem oder gerade deswegen dann doch auch ein bisschen unterhalten hat.